Khloe Kardashian reagiert mit nackten Tatsachen auf ihren Fotoskandal. Anfang der Woche sorgt die Unternehmerin für große Schlagzeilen. Ein Bikini-Bild, das auf Social Media veröffentlicht wird, zeigt die 36-Jährige ganz natürlich und ohne Filter. Eigentlich kein großes Drama. Doch der Schnappschuss soll eigentlich nie an die Öffentlichkeit gelangen. Die Anwälte der Reality-TV-Beauty versuchen anschließend alles, um die Aufnahme verschwinden zu lassen. Und provozieren damit einen mächtigen Shitstorm. Viele Kritiker werfen Khloe vor, sich auf ihren üblichen Bildern zu schlank zu retuschieren. Damit vermittle die Mutter einer Tochter ihren Fans falsche Schönheitsideale. Doch die Verlobte von Tristan Thompson will diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Am Donnerstagmorgen meldet sich die US-Amerikanerin zu Wort und kontert der Kritik mit mehreren ungefilterten Aufnahmen. In einem Livestream präsentiert Khloe stolz ihren knackigen Body ganz ohne Photoshop und Co. In einem emotionalen Statement wendet sich die Schwester von Kourtney und Kim zudem an ihre Follower. Das bin ich und mein Körper, unretuschiert und ungefiltert. Das Foto, das diese Woche gepostet wurde, ist wunderschön. Aber als jemand, der immer mit seinem Körperbild gehadert hat, ist es hart, wenn jemand ein Foto macht, das dir nicht schmeichelt, schlecht ausgeleuchtet ist oder nicht den Körper zeigt, für den du so hart gearbeitet hast. Jeder sollte das Recht haben, gefragt zu werden, bevor so etwas mit der Welt geteilt wird. Doch was steckt hinter den Komplexen der Jeans-Designerin? Auch das enthüllt Khloe. Sie kämpft schon seit Jahren mit Anfeindungen und Bodyshaming. Der Druck, perfekt zu sein und die Standards anderer zu erfüllen, wie ich aussehen sollte, war immer so groß, dass es nicht zu ertragen war. Seit über einem Jahrzehnt wird auf Fotos jeder Fehler und jede Unvollkommenheit analysiert und bis ins kleinste Detail verspottet. Kommentare wie "Khloe ist die fette Schwester" oder "Khloe ist die hässliche Schwester" sind für den Keeping Up with the Kardashian Star an der Tagesordnung. Doch das will sie sich jetzt nicht mehr gefallen lassen. Ich liebe einen guten Filter, gutes Licht und ein bisschen Bearbeitung hier und da. Genauso nutze ich Make-up, lasse meine Nägel machen oder trage High Heels, um mich der Welt so zu zeigen, wie ich gesehen werden will. Und genau das werde ich auch weitermachen, ohne mich dafür zu entschuldigen. Mein Körper, mein Image und wie ich aussehe, ist meine Entscheidung. Niemand hat das Recht, mich zu verurteilen. Für Khloe steht nämlich fest: Jeder Mensch ist einzigartig und auf seine Weise perfekt und sollte selbst entscheiden können, wie er sich nach außen präsentiert.